Ich geh für mein Leben so gern auf die Post, weil das doch ein Spaß ist, der fast gar nichts kost. Ja, gibt's denn ein schöneres Vergnügen im Leben, als dort auf der Post einen Brief aufzugeben? Also nimmt man den Brief, klebt der Marke darauf, dann geht man zum Schalter und dann gibt man auf. Das heißt, man muss warten, das geht nicht sofort. Es stehen ja auch andere Parteien noch dort, mit Drucksachen, Zeitungen, Briefen und Karten. Und bis die erledigt sind, muss man noch warten, aber mehr als 3 Stunden braucht man nicht zu stehen, dann ist es erlaubt, dann kann man wieder gehen. Das ist ja das Nette, worauf es noch ankommt. Man braucht nicht zu warten, bis man dort dran kommt, denn wenn man 2 Stunden gewartet schon hat und war noch nicht dran und man hat es schon satt, dann gestattet die Post und das finde ich so schön. Bevor man noch dran war, man kann wieder gehen. Also nimmt man den Brief, klebt der Marke darauf, dann geht man zum Schalter, will geben ihn auf. Die Stunden entschwinden, der Schalter wird frei, die Leitfahren sind weg und man ist an der Reihe. Das heißt halt pardon, ja die Post ist kein Blitz, man kann nicht verlangen, dass husch husch vom Sitz die Amtsperson aufspringt, weil ich bin erschienen und geschwind wie der Wind mich beginnt zu bedienen. Er hat doch noch andere Sachen zu tun, gewöhnlich, da zählt er das Geld in den Thron, 550er alle zerknüllt, er glättet sie langsam, er glättet sie mild, da gibt es kein Stöhnen, da gibt es kein Ächzen, 415, 416, bei 417, da wird er verworren, bei 418 beginnt er von vorn, aber was will man machen, da nutzt kein Geschrei, denn in einer Stunde ist auch das schon vorbei. Also nimmt man den Brief, klebt der Marke drauf, nein. Jetzt legt er das Geld in die Kasse hinein, dann nimmt er 12 Bogen, wo Ziffern drauf sind, worauf er die sanft zu addieren beginnt. Er fängt an zu zählen, ganz heiter die Bögen, und dann wieder wechselt er Geld beim Kollegen. Dann schreit er am Brief, fällt eine Marke noch drauf, ich bitte schön, sag ich ihm, kleben Sie es auf. Da bringt mich der Mann an mit Wut, mit ganz kalter, Marken erhältlich am Wertzeichenschalter. Er ruft mir noch was, wie Sie kennen mich zu, was ich aber logischerweise nicht tu. Ich geh zu den Wehrzeichen, nur kein Geschrei, und dort hängt der Tafel geschlossen bis 2. Ich möchte mich doch mit der Post nicht verkrachen, ich denk gar nicht dran, mit mir nicht zu machen. Ich bin doch kein Neuling, ich kenn mich doch aus, ich lauf also schnell um die Marke nach Haus. Dann nehm ich den Briefkleber Marke darauf, dann renn ich zum Schalter, der ist wieder nicht auf. Der Briefschalter zu, es ist nichts mehr zu hoffen, dafür ist jetzt der mit den Wehrzeichen offen. Da bekommt die Partei einen Wutanfall, es siedet ihr Blut und es kocht ihr Gall. Ich aber find das ganz recht, ihr geschah, ja ist denn die Post für die Briefe nur da? Die Post, die ist da, dieses lästige Schreiben, den Staatsbürgern endlich einmal auszutreiben. Also nimmt man den Brief, geht der Marke darauf, dann geht man nach Haus und dann hängt man sich auf.